Stefan Tobi ist mein Name und Pflaumenregen heißt mein neuer Roman, der in Taiwan spielt, meiner zweiten Heimat. Und die Geschichte umfasst drei Generationen, ungefähr 70, 80 Jahre einer taiwanischen Familie werden dort erzählt. Es geht los in der späten Kolonialzeit, die dauerte bis 1945, Taiwan als Kolonie des japanischen Kaiserreiches, setzt sich fort in der Zeit, die man heute die Zeit des Weißen Terrors nennt. Die Nationalisten unter Chiang Kai-shek haben die Bevölkerung unterdrückt. Es war eine Diktatur, die sich erst spät in den 80er, 90er Jahren zu einer Demokratie und einer offenen Gesellschaft gemausert und gewandelt hat. Auch das kommt in dem Roman vor. Der Versuch war, über das Erzählen einer Familiengeschichte und den Wechselfällen, denen diese Familie unterliegt und unterworfen ist, zugleich ein Panorama der Geschichte Taiwans im 20. Jahrhundert abzubilden. Zunächst mal wohne ich schon sehr, sehr lange in Taiwan. Insgesamt sind es jetzt 12 Jahre, nicht am Stück, aber ich war als Student dort. Ich habe als Dozent an verschiedenen Universitäten gearbeitet und seit 2015 ungefähr lebe ich wieder dauerhaft dort als freier Autor und bin seit noch nicht allzu langer Zeit verheiratet. Meine Frau ist Taiwanerin. Ich habe also auch einen taiwanischen Teil meiner Familie. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dieses Gefühl, dass meine Wurzeln in dem Land tiefer werden und die Verbindung enger wird, eben dadurch, dass ich eine Familie dort habe und das Gefühl, welches Schicksal auch immer Taiwan im 21. Jahrhundert ereilen wird, also aus vielen Gründen ungewiss, welches es sein wird, aber es wird in sehr profunder Weise auch mein Schicksal sein. Ich werde mich dem nicht entziehen können und aus diesem Gefühl heraus, dieser Verbundenheit, habe ich den Roman begonnen, gar nicht in dem Gefühl, ich schreibe über ein fremdes Land, über eine andere Kultur, sondern ich schreibe über uns letzten Endes, über Menschen, die ich kenne und über das, was in meinem Alltag wichtig ist und mir begegnet, zumindest auf der Gegenwartsebene der Geschichte. Vor 5 oder 6 Jahren hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, so aus der Perspektive der Leute dort zu erzählen, aber jetzt fand ich das angemessen und gerade so zwingend und jedenfalls ganz natürlich. 3 Jahre hat die Arbeit gedauert und ich würde mal sagen, die ersten 2 Jahre waren schon auch von intensiver Recherche begleitet. Weil es natürlich so ist, ich lebe da seit langer Zeit und das Taiwan der Gegenwart, das kenne ich wirklich gut. Da musste ich vieles nicht recherchieren. Eine Wohnung, die da vorkommt, in der Harry Chen mit seinem Sohn ankommt, um seine Eltern zu besuchen. Das ist die Wohnung meiner Schwiegermutter zum Beispiel. Also das ist ein Wissen, das man sich aneignet, wenn man an einem Ort lebt und dort zu Hause ist. Aber die Kolonialzeit, das war vor allen Dingen die große Herausforderung. Und das wusste ich auch vorher. Und das war auch ein Grund, weshalb ich das so in den Mittelpunkt gerückt habe. Die war für Taiwan sehr wichtig, für die Identitätsbildung Taiwans eine ganz wichtige Zeit, die gerade aus der westlichen Perspektive, wenn man das Land so ein bisschen reduziert auf den Konflikt mit der Volksrepublik, fällt das gerne mal hinten runter. Und für mich war das etwas, was ich selbst gerne besser wissen wollte. Man stößt überall dort auf architektonische und andere Überbleibsel dieser Zeit. Aber genau zu verstehen, was war das eigentlich für ein Land, die erste Kolonie eines nicht westlichen Kolonialstaates. Also eine sehr interessante Geschichte, auch aus heutiger Perspektive, wo wir in vielerlei Hinsicht uns damit beschäftigen, das Erbe von Kolonialismus und so weiter. Das hat mich sehr fasziniert und die Recherche über hauptsächlich Bücher und andere Romane, Zeitzeugen gibt es eben nicht mehr so viele aus dieser Zeit. Das war sehr intensiv und für mich sehr erhellend und ich habe viel über meine zweite Heimat Taiwan gelernt dabei. Die Welt hat sich wirklich über Nacht für viele Taiwanerinnen und Taiwaner verändert. Sie waren aufgewachsen. Es gab in der Kolonialzeit eine taiwanische Mittelschicht, die sich allmählich herausgebildet hat, die hier und da Diskriminierung seitens der Kolonialherren ausgesetzt war, aber sich in ihren Lebensgewohnheiten von ihnen kaum mehr unterschieden hat. Japanisch war für viele die erste Sprache, die Schulbildung fand auf Japanisch statt und so weiter. Und innerhalb eines Jahres war das Japanische nicht nur verschwunden, es wurde verboten von den neuen Machthabern, den Nationalisten unter Chiang Kai-shek, für die nämlich Japan der Todfeind war, gegen den sie gerade einen blutigen, zerstörerischen Krieg 8 Jahre lang geführt hatten auf dem Festland. Und sie waren entsetzt ob der japanisierten Lebensweise ihrer vermeintlichen Landsleute. Und etwas von diesem Bruch ist in der taiwanischen Gesellschaft heute immer noch zu spüren. Also die Nachfolgen dieser
Flüchtlinge, die mit Chiang Kai-shek in den 40er Jahren nach Taiwan kamen, die bezeichnet man heute als Festländer, weil ihre familiären Wurzeln auf dem Festland liegen. Und die anderen sind zwar auch die Taiwaner und Taiwanerinnen und Taiwaner sind zwar auch irgendwann vom Festland eingewandert, aber vielleicht vor 300 oder 400 Jahren. Sie sprechen eher Taiwanisch als Chinesisch. Sie haben diese Kolonialzeit erlebt. Sie haben ein relativ positives Verhältnis zu dieser Zeit, auch weil die Unterdrückung danach noch mehr zunahm. Und das sind jetzt die, die zusehends eine taiwanische Identität ausbilden, für die der Bezug zum Festland, das die Urahnen mal dort gewohnt haben, nicht mehr so wichtig ist, während die Festländer selbst eben daran festhalten, weil ihre Eltern, ihre Großeltern dort ihre Wurzeln haben und die haben eben eine eher chinesische Identität und die anderen eine mehr und mehr taiwanische, zumal jetzt, wo Taiwan ein freies Land, eine Demokratie ist. Das spiegelt sich im politischen System, in den politischen Parteien, im Sprachgebrauch und so weiter. Und das hat dann auch wiederum Auswirkungen, wie die Leute zum Konflikt stehen, den man heute mit der Volksrepublik China auszutragen oder zu ertragen hat. So angespannt wie lange nicht. Das hat damit zu tun, dass die Volksrepublik China immer selbstbewusster wird, immer mächtiger wird und auf eine Wachablösung letztlich hinarbeitet. Sie wollen die USA als, vielleicht nicht als die Weltmacht, aber doch als die Ordnungsmacht im pazifischen Raum ablösen. Dazu gehört, dass Taiwan wieder direkt in ihr Herrschaftsgebiet eingegliedert werden muss. Das hat, glaube ich, auch eine ganz persönliche Komponente im jetzigen Staatschef Xi Jinping, der das als sein Projekt bezeichnet hat. Dieser Mann will der zweitgrößte Chinese nach Mao Zedong werden. Und es gibt nur eins, was er tun kann, um diesen Status tatsächlich zu erreichen. Und das ist die Taiwan-Frage zu lösen, um es mal so zu formulieren. Die Taiwanerinnen und Taiwaner wollen das natürlich gar nicht. Die haben gesehen, was in Hongkong passiert. Die wollen auf keinen Fall, dass sie ihre Freiheitsrechte und ihre offene Gesellschaft verlieren. Beide Seiten werden da nicht nachgeben. Der unbekannte Dritte oder die große Frage, was machen die USA? Für die ist diese Region auch sehr, sehr wichtig. Die wollen natürlich Ordnungsmacht im pazifischen Raum bleiben. Also das treibt auf eine Eskalation zu. Das ist auch ja vielfach jetzt bei uns in den Medien zu lesen. Das könnte einer der ganz großen politischen Brennpunkte des 21. Jahrhunderts werden. Ich hoffe, dass es ohne einen Krieg ausgeht, aber die Gefahr, dass es tatsächlich zum Krieg kommt, die wächst und die wächst täglich, muss man sagen. Ich denke, wenn man es runterbricht auf die Frage, wer bin ich oder wer sind wir, dann können weder menschliche Individuen noch Gemeinschaften ohne so etwas wie Identität sein. Jeder macht sich Gedanken darüber, was für ein Leben er lebt, wer er oder sie ist und Kollektive und Gesellschaften tun das auch. Die große Spannung entsteht, und dafür ist Taiwan, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es den Prozess der Selbstfindung und Identitätsfindung von Einzelnen und von einem Kollektiv gibt und dann oft den Anspruch einer Regierung oder eines Diktators, eine solche Identität vorgeben zu können. Und das ist eben Taiwan im Laufe des 20. Jahrhunderts auf vielfältige Weise passiert. Die Japaner haben ihnen eine Identität vorgeben wollen, haben sie zu Untertanen des japanischen Kaisers erziehen wollen. Dann kam der Diktator Chiang Kai-shek mit seinem Apparat und hat die Leute zu Chinesen umerziehen wollen. Und jetzt erfahren die Taiwanerinnen und Taiwaner oder entdecken sie, dass sie eben eine eigene Identität haben und sich vorwiegend als Taiwaner, explizit nicht als Chinesinnen und Chinesen verstehen. Aber wiederum gibt es einen Konflikt. Denn das Regime in Peking beansprucht immer noch, das zu tun, was andere Herrscher über Taiwan in der Vergangenheit gemacht haben, ihnen vorschreiben zu können, wer sie sind und wer sie zu sein haben. Und damit wollen sich die Menschen in Taiwan nicht abfinden. Und für dieses Bemühen habe ich persönlich eine sehr große Sympathie.